Ist bloß der Raum zweite und Etage. Halt eine Treppe. Es ist noch zweite Etage. Dann gehe ich auf die Treppe zu. Verhau nicht die Treppe. Nein, ich weiß, wie Treppen funktionieren. Okay. Ist es noch möglich, irgendwie also Spuren manchmal. Was? Jederzeit. Aber du gehst erstmal zur Treppe. Also ich bin jetzt schon reingegangen, das heißt, ich habe die meisten Spuren höchstwahrscheinlich eh schon vernichtet, aber ich gehe zur Treppe. Okay. Ja. Gut. Was sehe ich? Machen wir gleich. Ich würde es untersuchen wollen. Ich habe Kriminalistik, oder? Ist das so? Oder dann musst du mal gucken. Oder ja, also bist du Batman. Du kannst also auch hier das abmachen, dann kannst du es besser tun. Das geht auch. Ja, also als du dich erstmal umsiehst nebenbei, siehst du unter dem Tisch ist ein getrockneter Blutfleck. Ein getrockneter Blutfleck? Ein bisschen größerer. Bisschen größer. Leute, ich habe einen getrockneten Blutfleck entdeckt. Okay. Wow. Hier könnte ein Kampf stattgefunden haben. Das erklärt vielleicht die umgekippten Stühle. Kampf klingt gut. Also, okay. Ich bin leise und höre mich nochmal um, ob ich vielleicht außer den beiden noch irgendwas anderes höre. Vielleicht einen kleinen Uhu. Ganz weit weg. Uhu. So säuselnde Musik immer dabei. Aber sonst nichts weiter. Okay. Du hast nichts weiter. Du wirfst mir eine Probe auf Kriminalistik. Mit welchem Würfel? Ich glaube, wir zählen was. Guck ne? mal. Kriminalistik. Das sind ja immer steht die. Steht das bei mir überhaupt mit drin, Kriminalistik? Ja, das ist unser geistig. Achso, bei geistig kann ich sowieso. Deswegen nur kennst du das gar nicht. Ich kann eh nur wertschätzen. Oder ist das da drin? Ja, Kriminalistik. Musst du eine Probe auf zweimal auf Intelligenz und einmal auf Intuition werfen. Okay. Und zwar und mit 2W10 jeweils, oder? Genau, mit 2W10. Also mir nämlich na, mach lieber aufgefallen, dass das ja blöd ist. Ich hatte ja so gedacht, oh, mit 10 habe ich richtig coole Werte, weil es ist ja W10, aber 2W10. Ja. Desto geringer, desto besser, oder? Richtig. Ja. Du musst jetzt, was hast du auf Intelligenz? Du musst mit 2 würfeln gleichzeitig. Gleichzeitig. Ich habe auf Intelligenz, Int ist es? Ja. 6. Hast du 6, okay. Und auf Intuition hast 6. du auch 6. Auch 6. Okay, dann kannst du anfangen. 3 und 3 0. Geschafft. 0. Hast du schon mal geschafft? Du hast jetzt eine 3 gewürfelt. Okay, jetzt musst du noch ein zweites Mal auf Intelligenz würfeln. Genau. Noch eine Probe auf Intelligenz. Ja. Beiden? Genau. Ja. Immer mit dem, kannst du dir merken, bei Proben immer mit 2. 3 Das hast ist 8. Dann musst du 2 ausgleichen. Was hast du auf Kriminalistik? 1. Dann kannst du es nicht auswerten. Ausgleichen. Dann hast du es schon nicht geschafft. Oh, aber würfel trotzdem mal noch auf Intuition, weil wir wollen sehen, ob es noch ein kritischer Misserfolg wird. Dann können wir dich auslachen. Nein, dann. Na, schade, gar nichts. Ja. Oh, das ist aber relativ schlecht noch geworden mit 9. Was sind 9? Nee, 6 und 8, ne? 6 und 8. 6 und 8, ja. Ja, umgeworfene Stühle, ein Blutfleck. Da ist jemand beim Essen eingeschlafen. Das musst du uns jetzt verkaufen. Da hat sich jemand wehgetan, bestimmt. Ja. Und dann sind sie wahrscheinlich einfach losgegangen. Haben die Stühle umgeworfen und die Tür einfach zugeschlossen. Und seitdem. Na, wir wissen ja nicht, ob sie zugeschlossen war. Sie wurde ja aufgehackt. Na gut. Was haben wir für Tatbestände? Eine zackte Tür, verwischte Spuren. Okay, wir sollten in den nächsten Raum gehen. Also hier ist höchstwahrscheinlich niemand rundherum. Zumindest habe ich nichts anderes gehört. Ja. Genug Gelaber. Ich mag es nicht, mir kaputte Möbel anzugucken oder die Tür, die ich gespalten habe. Mhm. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Okay, ich laufe dem Zwerg nach, damit er sich nichts tut. Ich folge beiden. Stimmt, soll ich eigentlich darauf rollen, ob ich da laufen kann, die Treppe hoch? Weil das sonst, brauchst du nicht. Ich könnte ja runterfallen und mir in die Axt. Nee. Du gehst vorne. Ich gehe vor, ja. Okay. Während du die Treppe hochgehst, knackst auf jeden Fall die Treppe mächtig. Oh mein Gott. Ey, so schwer bin ich auch nicht. Ich bleibe stehen. Aber noch mal eine Probe auf Gewandtheit. Ich habe eine Gewandtheit von 5. Warte mal, okay. Genau. Der Gewand ist weg. Er muss jetzt eine Probe auf 5 werfen. Also Gewandtheit hat einen Wert von 5. Er muss jetzt 5 oder weniger würfeln. Und hat's nicht geschafft. Oh, du kippst. Also du, als du dann so auf eine Stufe trittst, knackt die Stufe ein. Und du rollst rückwärts die Treppe runter. Und wer ist direkt hinter dir? Ich. Du bist. Ich hab meine Axt noch in der Hand, denk da dran. Oh Gott! Und du stürzt warum Treppe, bin ich mit euch unterwegs? Und du würfelst jetzt mal eine Probe auf Intuition. Warte. Ob du dem Zwerg ausweichen kannst. Intuition war Inu, ne? Ja, genau. Ich 6. Eine 6. Und? Nein. Hast du es nicht geschafft? Der Zwerg fällt leider auf dich drauf und ihr purzelt beide die Treppe runter. Du kannst gerade noch so ausweichen, weil du genug Zeit hattest. Und ihr beiden bekommt 1W6 Schaden. Nein! Ich hab. Oh, 1. 2. Okay, ist nicht viel passiert. Also die Axt hat dich nicht getroffen. Mhm. Und ja, du bist relativ weich auf einem Wolfsjungen gelandet. Und der Wolfsjunge. Ja, der ist sowas anscheinend gewohnt. Ja, also ich werde öfters mal von Stein plattgewalzt. Ja, ich habe gehört, du kannst dich klettern auf Bäume.
Ich kann nicht schwimmen. Du kannst nicht schwimmen? Als Werwolf? Ja. Super merkwürdig. Also ich kann nicht schwimmen, aber ich kann paddeln. Also in meiner also ganzen... So Hundepaddeln muss aber aufpassen, dass du dabei nicht untergehst. Verzeihung. In meiner ganzen Karriere als Taschenspieler habe ich noch niemals einen Wolf gesehen, der nicht schwimmen kann. Okay. Also die eine Stufe, die ist jetzt so ein bisschen... Die ist kaputt, aber ihr könnt trotzdem noch... Ich gehe hoch. Du gehst Danke, hoch. Wolfsjunge, dass du meinen Fall abgeweicht hast. Gern geschehen. Ich brauche jetzt ruhige Musik ein bisschen oder so. Okay, und meine Axt ist auch du kommst im zweiten Stock an, die Treppe hat doch ein bisschen geknackst, aber du bist recht galant über die kaputte Stufe drüber. Und hier ist nichts weiter passiert. Du bist jetzt im zweiten Stock. Was ist da drin? Ihr könnt gerne noch derweil nachkommen, wenn ihr euch wieder aufgerufen habt. Ich gehe zuerst. Jetzt stürzt sie und ich fange sie auf. Okay. Ihr seid jetzt alle im zweiten Geschoss angekommen. Und ihr seht, Betten stehen dort rum, 7 an der Zahl. 7 Zwerge. Sieben Betten, 2 Schränke sieht man ein bisschen. Ja. Und das ist ein kleines Fenster, wo man so durchgucken kann. Okay. Ja. Also ich sehe ja in den Raum rein, kann ich an den Schränken sehen, dass die zu sind oder nicht? Also geschlossen. Sie sind zumindest geschlossen. Verschlossen meine ich, Entschuldigung. Kann ich das von außen erkennen? Nee, verschlossen sind die wahrscheinlich nicht. Also du siehst nichts, dass da so wäre. Ja, ist kein Schloss dran und so weiter. Ich gehe zu dem Schrank, der mir am nächsten ist und öffne ihn. Okay. Weil ich kenne keine Privatsphäre. Du findest Zwergenkleidung. So Bauarbeiter-Style. Bauarbeiter-Style, Quatsch. Bergarbeiter. Und schaut euch das an! Hier waren Gebrüder von mir! Das sind so ein paar, mehr oder weniger, eigentlich sind es dreckige Lappen, sag ich mal. So oh, das ist unsere übliche Kleidung. Hier sind Gebrüder von mir, jetzt interessiert mich der Blutfleck. Okay. Das heißt, du stimmst nach unten oder was? Nein! Was hast du gesagt, wäre wegen dem Blutfleck? Da ist nichts passiert. Die haben bestimmt Armbrot gegessen und sich am Messer geschnitten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin dumm und bin nicht auch leichtgläubig. Kann ich das irgendwie überprüfen? Also ich könnte jetzt meditativ darüber tanzen, das weiß ich schon vorher, aber... Meditativ darüber tanzen. Oh Gott. Es ist ein geistiges Talent, es ist jetzt ein bisschen, du musst mir sagen, ob das okay ist oder nicht. Mhm. Kann ich seine Aussage wertschätzen? Nee, das ist eigentlich nicht. Lass uns aber mal gucken, was da eventuell passen könnte. Singen, ich kann darüber singen. Du könntest eine Probe mal auf Lügen machen. Ist mir schon aufgefallen, dass da irgendwie sowas in die Richtung fehlt, aber Lügen im Sinne von rausfinden, ob er unwissentlich lügt. Okay. Auf was für Werte müsste ich da? Also ganz normal würfeln. Okay. Mit 2 W10. Ohne Erschwerung. Auf die 3 Werte. Auf welche 3? Achso. Das ist ein alter Charakterbogen. Ja, was wäre Lügen? Muss man eben nachgucken. Ich habe das leider jetzt nicht vor mir liegen. Das müsste ein geistiges Talent sein, oder? Ich bin schlecht vorbereitet. Nein, es ist ein soziales Talent. Also Charisma, Rhetorik. Charisma, Rhetorik. Ohne Erschwerung. Ohne Erschwerung. Ja. Charisma habe ich 10. Nee, warte, du bekommst so genau. Du bist ein Zwerg, offensichtlich wurden ja Zwerge um 4 erleichtert. Okay, um 4 erleichtert. Das heißt, ich kann mit 4 ausgleichen. So. Den habe ich schon nicht geschafft, muss um 1 schon. Jetzt habe ich noch 3 zum Ausgleichen. Das ist in Ordnung. Rhetorik. Rhetorik hast du 5. Ja, auch schon nicht geschafft. Ja. Kann ich auch nicht mehr ausgleichen. Ja, aber so, ich würfel mal das letzte Mal, gucken, was passiert, was ich dann sage. Ja, also ich glaube ihnen uneingeschränkt, die Zwerge, die hier waren, kannte ich, die sind sehr ungeschickt beim Essen. Genau so. Okay. Ich lüge sowieso am besten. Ja. Ich habe 10 auf Lügen. Gott, was kann ich denn noch machen? Also, wie gesagt, wir sollten noch in den zweiten Schrank gucken. Du guckst in den zweiten Schrank und du findest Zipfelmützen. Und auch noch andere Zwergenkleidung. Auch die gleichen Lappen. Bisschen, die einen blau, grün. Leute, ich habe mich geirrt. Hier wohnen die Klischee-Zwerge. Ja. 7 Zwerge. Das sind ja 7 Betten, ne? Und es hat, wie gesagt, ist noch ein Fensterchen. Also so ein bisschen Licht rein von draußen noch. Wird ja langsam ein bisschen dunkler. Ich guck mal durchs Fenster, was sehe ich. Guckst du das Fenster? Ich durchsuche die Betten, ob da irgendwas drin ist. Nee. In den Betten ist leider nichts. Es sind Decken und ein bisschen Kissen, die sind aus mit Stroh gefüllt. Kann man da irgendwas mitnehmen? Irgendwie Leinen oder so? Warte erstmal, bevor du plünderst. Ich will erst looten. Na, looten kommt zum Schluss mal. Ja, also du könntest ja so eine Decke halt mitnehmen oder ein Kissen. Ja. Oder halt das Stroh rausholen. Wie groß sind denn die Betten? Würde ich mit meinen 1,75 reinpassen? Sind das Ikea-Betten? Ja, also es würden deine Beine schon unten rausragen. Okay. Ja. Also die sind schon Zwergen klein. Okay.
Ja. Und du siehst aus dem Fenster und du siehst dort hinten bei dem Hügel, der dort war, ja. da führt ein Pfad hoch. Führt ein Pfad hoch. Ja. Der geht so ein bisschen, wie ist das, in Serpentinen geht er hoch. So ein bisschen. Heißt das so, oder? Und führt er in den Wald? Oder wo? Der führt ein Stückchen in den Berg hoch, aber man sieht das Ende von dem Weg nicht. Du siehst das nicht. Warum nicht? Weil ich aus dem kleinen Fenster gucke. Das ist ein kleines Fenster, das ist vielleicht so. Ich bin ungefähr auf Menschenkenntnis, ich kann dein Auge. Für deine Größe ist das Fenster wahrscheinlich auf Brusthöhe ungefähr. Kannst du mir nochmal zeigen, wo wir hier jetzt sind? Ihr seid ungefähr 4 Tage von Grimmental entfernt, ungefähr hier so. Okay, dann mach ich mir nochmal ein Bildchen. Ja. Während der Wolfsjunge die Landschaft begutachtet, schnappe ich mir 2-3 Bettlaken, um sie zusammenzubinden, damit ich Säcke habe. Ich bin ein Zwerg, okay. Ich muss viel rumtragen. Okay. Ja? Weil ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt so normale Ausrüstung, also wenn ich jetzt OT sprechen darf, wir haben so normale Rüstung, habe ich an, meine Axt habe ich dabei, das ist klar, weil ich bin ein Zwerg. Du hast normale Zwergenklamotten. Ich werde höchstwahrscheinlich... Noch so einen kleinen Latz, weil du bist ja Schmied. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich einen Rucksack dabei haben, weil ohne geht man nicht auf Reisen, ja, und Proviant und so zu tragen. Aber ich packe dann in meine Tasche von den 7 Betten 3 Laken, damit die anderen auch was haben. Ich mache die Laken vorher leer, okay. Sodass ich dann und 3 Kopfkissen bezüge, weil die kann ich dann zum Beispiel als Seil verwenden, weil dann habe ich extra Tragetaschen. Ja. Weil ich bin Schmied und ich bin nicht intelligent, aber ich bin Kaufmann. Also, das füllt schon einigermaßen in den Taschen, also die sind schon dann jetzt relativ voll, aber du kannst sie einpacken, ja. Ja. Du bekommst 3 Laken. Und 3 Kopfkissen. Und 3 Kopfkissenbezüge. Kannst du dir gerne aufschreiben, wo du gerne möchtest. Brauchst du noch, ich schreibe es mir bei Vermögen, es ist mein Vermögen. Okay, gut. Ich kann dir auch ein leeres Blatt geben, wo du dein Inventar reinschreiben kannst. Ich kann Ihnen auch ein leeres Blatt geben, ich habe genug leere Blätter. Du hast 1000 leere Blätter. Nein, 1000 sind es jetzt nicht, aber hier dein Inventar. Ja, super. Danke. Ein großes leeres Blatt. Die Zipfel mit drin. Okay, du hast gerade den Plan, da eigentlich das Gleiche zu machen. Ja. Siehst, das macht der Zwerg. Ich nehme mir ein paar Zipfel mit. Du nimmst dir, okay. Gut, nimmst dir ein paar Zipfel mit. Also da ist ein, wie viele? Du greifst einfach rein, hast 2 gegriffen, wo hast eine blaue und eine rote Zipfelmütze. Okay. Die eine sieht ein bisschen aus wie so eine, vom Weihnachtsmann die Zipfelmütze eigentlich. So schön mit Bommel. Also. Ach so, ich nenne dich übrigens immer Wolfsjunge, weil ich mir deinen Namen nicht merken konnte. Können wir dir irgendwie vielleicht einen Spitznamen geben, den ich dir merken kann? Weil ich wäre zum Beispiel der Rote Bär, ihr mich nicht immer Zwerg nennen wollt. Wolfsjunge klingt doch gut. Ne, ich weiß nicht, ob sie das so gut findet. Ja. Und ich hätte mich weil sonst sage ich immer Johnny, aber... Kannst auch Joker sagen. Ja, ich nenne dich Joker. Ich nenne ihn Joki. Johnny. Also, Joki. Rüstung, Rucksack, Axt. 2 Zippel mit. 3 Bettlaken. Nicht so dolle aufdrücken. Entschuldige. Angenommen. Wie nenne ich dich jetzt? Wolfsjunge, keine Ahnung. Also Zachary ist der Wilde. Kannst du Zachary gegenseitig schreiben? Ja, Zachary. Du kannst auch Zack sagen zum Beispiel. Ich sag's dir Zack. Zack. Hey Zack. Nicht Zack, wenn dann Zack. Also du hast jetzt 2 Zipfelmützen, hast du dir mitgenommen, ja. So, kannst du auch gerne eine aufsetzen, du hast keine Kopfbedeckung. Wie morsch sind denn die Betten? Die sind, klingt ungefähr so. Also doch schon recht morsch. Ja, also es knackst ein bisschen, wenn man so auf den Betten rumspringt. Okay, theoretisch könnte ich mir mit einem Meißel und einem Schlegel so ein bisschen was vom Holz abmachen. Ich lege mir aufs Bett. Ich kann dir auch helfen mit meiner Axt. Nein, danke. Ja. Ich möchte lieber so... Was willst du jetzt mit dem Holz dann machen? Einstecken. Ja. So für, kann man das mitnehmen? Weil das ist ja garantiert trocken. Ja, es ist trocken. Und damit man vielleicht ein bisschen... Du willst die Späne davon abschlagen. Genau. Ja, so eine Handvoll Späne kannst du dir schon abschlagen. Roter Bär, ich habe gehört, diese Betten sind verflucht. Und wenn ihr sie zerstört, dann werdet ihr die Geister eurer Brüder befreien. Was? Ihr müsst eins dieser Betten vernichten, damit wir es schaffen, den Geist eurer Zwergenbrüder zu befreien. Erzähl ihm doch keinen Stuss. Lügen auf 10. Was muss ich da als Gegenprobe werfen? Ich will das mitmachen. Das wäre auch, dann um die Lüge abzuwehren, auch wieder Lügen. Auf Lügen, okay. Also das war Charisma, Rhetorik. Ja. Ohne... Aber du musst erst mal werfen, ob du es überhaupt schaffst, ihn zu belügen. Okay. Was es müsste aber erleichtert sein, weil ich relativ doof bin. Wie viel hast du auf Lügen? 10. 10. Das war jetzt Charisma, Rhetorik. Dann würfelst du jetzt erstmal auf Charisma. CH ist das? Gib ihm gleich eine Erleichterung, ich bin doof. 6. Ja, das schafft er schon. 6. 6 hast du geschafft, oder? Ja. Das 8. Ja. Ja, hast du geschafft. Und jetzt noch 2 mal auf Rhetorik.
Die sind auch 8. 8? Hast du auch geschafft mit einer 4? Wunderbar. Und 9. Du erzählst ihm die wundervollste Geschichte über Gespenster und die in dem... Tote Zwerge. Ich leg meine Axt beiseite und guck ihn staunend an. Und du erzählst ihm halt über Poltergeister, die in Betten leben. In einem Bett leben. Übrigens, ja, in einem Bett. Manifestiert. In diesem einen Bett. Genau, denn das Bett, das leuchtet in der Nacht. Und man kann im Prinzip den Poltergeist nur loswerden, indem man das Bett so klein wie möglich hackt. Okay, also nur eine Sache, damit besseres Rollenspielen so funktioniert. Denkt dran, ich habe 10 Charisma. Also ich bin doof und das merkt ihr, das wisst ihr, aber ich bin sehr charismatisch. Also ihr geht freundlich und mit mir um. Ich glaube, freundlich. Ich mag dich, aber im Allgemeinen, ich bin kein Ausnutzertyp. Okay. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht. Nein, das ist schon in Ordnung. Also ihr könnt ruhig Ich bin, glaube ich, ein totaler Ausnutzer. Ja, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Angst vor dem Kampf habt, könnt ihr mich davon überzeugen, dass ich das alleine machen muss, aber ist egal. Okay, also, da das Bett sich ja nicht bewegt, offensichtlich, würfel ich einfach nur auf Schaden und hack drauf ein. Okay. Wie klein wird das Bett? Nicht ganz so klein, das sind 5 plus 5 sind 10. Also du schaffst es, dass die Beine auf der Fußseite, dass die so abgefallen sind. Ich hack nochmal. Ich muss es klein hacken, Leute. Ich mach noch einen Schwung. Sind 12 Wir und haben 17. Also so ein bisschen schräg. Das war übrigens noch ein Bett, wo noch jemand drin lag. Nein, wo noch eine Decke drauf war. Und selbst die Decke hast du zerfetzt. Und jetzt fliegt überall im Raum, fliegt jetzt Stroh rum. Es ist nicht klein genug. Ich würfel noch mal. Pass aber bitte auf, dass du den Boden in Ruhe lässt. Ja. Das sind noch mal 17. Auf die Reste. Auf die Reste. Also du hackst wieder richtig, wie ein Blöder, hackst du jetzt auf dem Bett rum. So richtig, richtig krass. Du springst dabei auch noch so. Ich kann springen. Du scheiß Bett. Wollen wir runterrennen? Und fesseln wir das Holz ein. Und es ist nahezu pulverisiert. Okay. Also noch kleiner mit dem Atemkopf. Sehr gut, roter Bär. Das hast du gut gemacht. Die Geister jetzt hast du noch... Und Wolfsjunge, ein gutes hat es. Der Fluch ist aufgehoben. Und du hast mehr Holzspäne. Danke dir. Ich danke dir. Vom ganzen Herzen, Zwerg. Okay. Ich wollte es nur noch mal sagen, Dr. Pepper.